Mehr als ein Jahr nach dem Kaukasuskrieg hat eine internationale Kommission ihren Abschlussbericht der EU vorgelegt. Danach hat Georgien den Krieg angefangen mit dem Einmarsch in die abtrünnige Region Südossetien. Auch Russland trage eine erhebliche Schuld an der Eskalation des Konflikts. Bei den 5 Tage dauernden Kämpfen waren hunderte Menschen getötet worden. Schaut her, Moskau ist unschuldig. So muss man wohl die Geste des russischen EU-Botschafters verstehen. In der Tat, was die EU-Untersuchungskommission in minutiöser Kleinarbeit über den Kaukasus in Erfahrung brachte, lässt aufhorchen. Danach trägt Georgiens Präsident Saakaschwili die Verantwortung für den Beginn des Krieges. Eine vorherige russische Invasion in der georgischen Provinz Südossetien habe es nicht gegeben. Der Bericht bestätigt, was wir immer gesagt haben, nämlich wer diesen Krieg begonnen und wer ihn zu verantworten hat. Erstaunlich. Auch die Georgier zeigten sich mit den Ergebnissen des Berichts zufrieden. Er belege, wie Russland die Kaukasusrepublik provoziert habe, nämlich mit Vertreibungen, mit ethnischen Säuberungen in Südossetien und mit vereinzelten militärischen Aktionen. Wir glauben, dass die meisten Fakten, die in diesem Bericht festgehalten sind, mit unseren Angaben übereinstimmen. Wir haben niemals verneint, die Initiative ergriffen zu haben. Der Bericht beweist aber, dass die meisten der russischen Angaben gelogen waren. Der Bericht, der auf Initiative des deutschen Außenministers erstellt wurde, sieht die Verantwortung am Ende auf allen Seiten. Auch der Westen kommt nicht ungeschoren davon. Warum etwa wurde Georgien so stark aufgerüstet und warum hat die internationale Gemeinschaft so spät interveniert? Georgiens Präsident Saakaschwili wird seinen gewünschten NATO-Beitritt nach diesem Bericht nicht beschleunigen können. Im Kampf gegen die Kinderpornografie hat das Bundeskriminalamt